Ragamuffin Tours. Diesen Anbieter habe ich mir für meinen Schnorcheltag auf Cape Corker ausgesucht. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern laufen wir über den Steg zu unserem Boot, das für diesen Tag sozusagen unser Zuhause sein sollte. Nach kurzer Zeit fahren wir nach draußen aufs offene Meer. Wir genießen die Aussicht, schauen den anderen Seglern zu, bis wir selbst unser eigenes Segel öffnen. Zwischendurch gibt es leckere Melonen- und Ananasstücke und natürlich Wasser sowie andere Getränke. Auch füttern wir die Vögel, die uns am Anfang begleiten. Und gleich an unserem ersten Schnorchelspot ein Highlight: Haie. Und zwar nicht zu wenige. Am Anfang kostet es mich ein wenig Überwindung, ins Wasser zu gehen. Aber als ich sehe, dass die anderen 15 Passagiere fröhlich ins Wasser hüpfen und ihre Tauchermasken aufsetzen, denke ich, dass auch ich es ins Wasser wagen kann. Und ich bin ganz schön nah an die Haie rangekommen, wie man sieht. Am zweiten Schnorchelspot folgt das nächste Highlight. Wir beobachten eine Schildkröte. Die grüne Muräne ist angsteinflößend und wunderschön gleichzeitig. Am Ende meines ersten Schnorcheltages, der wirklich schön war, sitze ich am Deck und genieße die laue Brise.